Ja, wir wussten, dass Auerbach eh schwer zu bespielen ist, weil sie mit Danny Wild einen brutal schnellen Mann im Umkehrspiel haben. Zudem auch im Konter sehr schnell in die Offensive umschalten können. Und das war in der Vergangenheit immer schwer, dann auch gegen sie zu spielen. Heute haben wir uns mehr vorgenommen als in der letzten Zeit gegen sie. Es war wichtig, dass wir sehr geduldig spielen. Es war sehr wichtig, dass wir schnell auf den dritten Mann kommen und vor allem sie in die Bewegung kriegen. Dadurch entstehen Räume, die mussten wir nutzen und haben wir auch eigentlich gut ausgespielt. Es hat nur das letzte Fortun gefehlt oder die Cleverness, dann auch denn geduldig zu bleiben, wenn ich an Steinborn die Möglichkeit denke und. Und da hätten wir schon viel früher führen müssen. Und das Spiel ist, denke ich, zwar aus meiner Sicht klar überlegen, dennoch muss man einfach sagen, dass so eine Mannschaft nie abzuschreiben ist. Und da muss ich auch einfach mal allen Kompliment auch in der, weil ich ja immer von Defensivverhalten von allen spreche, aber auch mal den Verteidigern jetzt ein Riesenkompliment machen. Sie haben es keine Sekunde zugelassen, den Gegner sich zu entfalten und das war toll. Und hinzu haben wir natürlich, glaube ich, auch sehr viel Druck nach vorne gemacht. Also wir haben, aus meiner Sicht, hätten schon viel früher das Spiel für uns entscheiden müssen. Aber dennoch sind wir mit 1-0, fahren wir jetzt nach Hause und darüber sind wir glücklich.